Kaum Menschen sind unterwegs auf den Straßen von Moskau. Weil die Zahl der Corona-Infektionen und Toten auf einem neuen Höchststand liegt, dürfen derzeit in der russischen Hauptstadt nur wenige Geschäfte geöffnet haben, wie Supermärkte und Apotheken. Bildungseinrichtungen, Restaurants und Kulturstätten müssen vorerst für anderthalb Wochen geschlossen bleiben. Bei den meisten Einwohnern stoßen die Maßnahmen auf Zustimmung. Manche fordern sogar noch mehr Einschränkungen. Ich finde, Leben zu retten ist wichtiger als Spaß zu haben, vor allem wenn man bedenkt, dass die Maßnahmen nicht lange gelten. So eine kurzfristige Maßnahme wird vielleicht helfen, die Zahl der Ansteckungen zu senken. Wenn es um eine längere Zeitspanne geht, sollte es andere Maßnahmen geben als das Schließen von Unternehmen, Organisationen und Geschäften. Präsident Wladimir Putin hat für die kommende Zeit bezahlte arbeitsfreie Tage ausgerufen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Allerdings wurde keine Ausgangssperre verhängt, daher dürften viele Russen die Zeit für Reisen nutzen. Bislang ist die Impfquote in Russland vergleichsweise niedrig. Knapp jeder Dritte ist vollständig geimpft. Zum Vergleich, in Deutschland etwa sind 2/3 der Bevölkerung vollständig geimpft. Experten zufolge dürften die wahren Corona-Zahlen in Russland deutlich höher sein als die offiziellen. Demnach könnte die Zahl der Toten bei 400.000 liegen. Das wäre fast doppelt so viel wie von der Regierung angegeben.